hier. Sag mal, kennst du mich nicht? Ich wohne doch da drüben, auf dem Baum, da gleich neben dem Teich. Also ich habe dich schon oft gesehen. Ich wundere mich ja seit Jahren, dass hier so viele Menschen aus- und eingehen. Und jetzt plötzlich, seit ein paar Wochen, nur mehr du und noch ein paar andere Zweibeiner. Naja, da habe ich gedacht, ich schaue mich mal um. Oh, ich habe gehört, hier gibt's eine Sammlung. Oh, wir Eichhörnchen sind die besten Sammler der Welt, musst du wissen. Und was wird denn hier gesammelt? Und darf ich das sehen? Hm? Na gut, dann zeige ich dir das Museum, ja? Museum? Was ist denn das? Ein Museum. Ein Museum ist ein Ort, wo Kunst ausgestellt wird. Nussig! Ich kann auch ganz tolle Kunststücke. Moment, ja? Du darfst hier nichts anfassen. Du darfst nicht einfach abhauen oder hier alleine rumlaufen, klar? Klar, wie Nussmus. Nussig! Psst! Nicht so laut. Und wenn jemand kommt, dann versteckst du dich sofort unter meiner Jacke, klar? Klar, wie Nussmus. Ich verspreche dir, mich vorbildlichst zu benehmen bei meinen längsten Schwanzhaaren. Apropos Bilder, wer ist denn hier ausgezogen und hat nur noch die Bilder an den Wänden hängen lassen? Darum geht es in diesem Museum und in dieser Ausstellung. Um Bilder. Die Menschen kommen, um sich die Bilder anzusehen. Im Ernst? Ja. Weißt du, die Bilder, die sind sehr, sehr kostbar. Du musst aufpassen, dass sie keiner isst? Nein. Die sind natürlich nicht... Nein. Kostbar heißt wertvoll. Bilder kann man natürlich nicht essen. Oh, eigentlich schade. Also, bereit für deinen ersten Museumsbesuch? Klar, wie Nussmus! Also schau mal hier. In dieser Ausstellung, da sind Bilder von einem Maler, der vor vielen, vielen, vielen Jahren in Amerika, meistens in New York, gelebt hat. Und er heißt Edward? Edwald? Nein, nicht Edwald, Edward. Aha, und wie noch? Hoppa. Ich kenne Hasen, der so heißt. Aber ein Mensch? Du wirst ihn mögen. Er hat ganz viel Natur gemalt und ganz viele Bäume. Wow, na hoffentlich auch Walnussbäume. Die habe ich am liebsten. Na, dann lass uns mal reinhoppen. Na gut. Nussmus, tatsächlich, nur Bilder, keine Möbel. Schau mal da. Ha, das ist doch ein wirklich wunderbares Hopperbild. Diese wunderschönen Farben von diesem Sonnenuntergang und boah, diese Weite der Landschaft. Aber keine Bäume. Nein, auf diesem Bild nicht. Aber was siehst du denn sonst? Ganz viele Farben und ich glaube, das sind Bahnschienen, die sich über das ganze lange Bild ziehen und ein Bahnhofshäuschen. Boah, der Typ, der hat ja einen urlangweiligen Job. Da hocken und warten, bis ein Zug kommt. Puh, also ich würde ja auf das Dach des Zuges aufspringen und mir die ganze Welt ansehen. Vielleicht findet ihr den Job sogar ganz toll. Der kann mal ganz viel lesen und kann sich jeden Abend den wunderschönen Sonnenuntergang ansehen. Na, mir wäre das zu langweilig. Du bist gern allein, was? Ich finde es zumindest nicht schlimm, auch mal allein zu sein. Boah, da ist gerade ein Zug durchgefahren! Was? Auf dem Bild kann kein Zug durchfahren. Doch, schau mal hier, so eine alte Dampflok. Und hier sind noch ganz kräftige Rauchschwaden. Meinst du das hier? Ja! Boah, tatsächlich? So habe ich das noch gar nicht gesehen. Du, das passiert übrigens ganz oft beim Betrachten von Hopperbildern. Sie bringen den Betrachter dazu, zu denken, was im nächsten Moment geschehen wird oder schon geschehen ist. Toll. Du meinst, wie in einer Filmszene, die angehalten wird und dann wieder weiterläuft? Ja, genau so. Aha. Wo sind denn jetzt die Bäume? Alles klar, dann gehen wir mal weiter. Boah, knussige Rutschbahn! Jappa! Hui! Aus der Bahn! Juhu! Hey,
Du hast versprochen, bei mir zu bleiben. Ich glaube, da kommt jemand. Lass uns verstecken. Komm, hier, ab in den Straßengraben. Hier auf dem Bild, da ist einer. Was, wie? Da komm, ab hier und komm schon. Ich höre gar niemand. Na, da haben wir noch mal Glück gehabt. Puh. Schau mal hier. Hier auf dem Bild, da hat es Bäume. Hä? Kommt gar kein Auto. Im Ernst? Ein Baum? Das war mal ein Baum. Nein, den Pflock hier habe ich auch gar nicht gemeint. Hä? Auf dem Bild hat es gar keine Bäume. Doch, schau mal ganz genau. Hä? Die sind noch mini klein. Wie groß meinst du denn ist der Pflock? Na, mindestens 2 oder 3 Meter groß. Schau doch jetzt mal im Vergleich zum Gras. Du meinst? Ja, vielleicht ist der Pflock kleiner, als man denkt und dadurch die Häuser und die Bäume viel weiter weg und dadurch noch mal kleiner, als man denkt. Ah. Sag mal, kannst du das Gesicht sehen? Hä? Da ist doch gar kein Mensch. Schau mal da. Ich finde, der Schatten hier, der sieht aus wie so ein Mund und hier die Augen. Das Haus sieht aber total traurig aus. Dafür hat es da drüben viel lustiger. Das macht eine Rutschpartie, wie ich. Meinst du, weil das Haus hier den Hang runterrutscht? Ja, boah, der Hoppla ist cool. Der Hopper. Jana Ewald. Edward. Weiß ich doch. Du sag mal, wo ist denn diese Landschaft, die er da gemalt hat? Weißt du, der Hopper, der hat die Landschaften nicht einfach so abgemalt. Also der hat sich nicht irgendwo hingesetzt und hat dann genau das gemalt, was er gesehen hat. Er hat sich das oft monatelang ausgedacht und wollte damit etwas, was ganz, ganz Besonderes ausdrücken. Also das, was er fühlt und wie er die Welt sieht. Naja, er hat sich aber schon von den richtigen Dingen beeinflussen lassen und natürlich inspirieren lassen. Und in der Gegend zum Beispiel, da war der Hopper ganz oft in Urlaub. Aha. Oh, und hier zum Beispiel, schau mal, da hat er mit seiner Frau Jo ein Haus gebaut. Wo denn? Ach so, das Haus ist auf dem Bild noch nicht zu sehen. Das wäre jetzt, wenn man hier so die Straße rauf, ups, ungefähr da oben. Oh, und hier, schau mal, das ist auch eine Scheune in dieser Gegend. Er hat oft monatelang nichts gemalt und dann malt er eine Scheune von hinten? Ja, das sieht erstmal einfach aus, aber was fühlst du denn, wenn du diese Scheune von hinten ansiehst? Schau doch mal. Also, was? Psst. Ich habe das Gefühl, dass ich was ansehe, was ich nicht sollte. Das geht mir ganz genauso. Gell? Wie so ein Einbrecher, der so um das Haus herumschleicht und irgendwie den besten Platz für den Einbruch sucht. Na, von hinten braucht er ja nicht einbrechen. Nur ein einziges Fenster und viel zu weit oben. Also für mich ja kein Problem, aber für euch Menschen ohne Krallen. Es gibt übrigens noch ein ganz, ganz geheimnisvolles Bild im nächsten Raum. Na, dann nix wie hin. Wo denn? Ja, Moment, hier gleich um die Ecke. Überall Wasser. Ich hasse Wasser. Also der Hopper, der fand Wasser cool. Der hat in der Nähe von New York in einem Dorf gewohnt. Da gab es einen großen Fluss und der hat ihn total begeistert. Er wollte sogar mit 15 Jahren ein eigenes Segelboot bauen und wollte sogar Schiffsarchitekt werden. Hä? Warum ist er denn dann Maler geworden? Weißt du, er hat auch immer gern gemalt. Und er hat sogar, weil er an sich glaubte, seit seinem 10. Lebensjahr seine Bilder signiert. Er hat was gemacht? Seine Bilder unterschrieben. Schau mal da. Wow. Edward Hopper. Aha. Wo ist denn jetzt das Geheimnis? Ach so, schau mal hier bei diesem Bild. Hä? Was
Was ist denn daran so geheimnisvoll? Ein Haus, ein Boot, das Dach einer Scheune. Wer ist denn in dem Boot? Na, drei Männer. Und was für drei Männer? Na, Fische sind's keine. Ist ja nirgends ein Netz zu sehen. Irgendwie so düstere, krumme Gestalten. Ich glaube, die schauen gerade alle auf ihr Handy. Weißt du, was ich glaube? Was? Die haben was Verbotenes an Bord. Und die, schau mal, die treffen sich mit dem Typen da im Haus. Meinst du den? Ja, genau. Und, wow, die machen sich ja was ganz Verbotenes. Willst du wissen, wie das Bild heißt? Ja, klar. Das Bild heißt Die Schmuggler. Wow, bam, obernussig. Ich hatte voll recht. Und schau mal, das Haus hier, das finde ich auch echt geheimnisvoll. So ganz dunkel und die Storen hier alle runtergezogen, die Fensterläden zu. Wo meinst denn du, dass sie die Beute verstecken? Na sicher, in der Scheune. Meinst du hier? Ja. Ja, was ist denn das? Das ist hier? Ja, das Grüne. Na, Bäume. Hä? Ich dachte, das ist ein Pottwal, der hinterm Haus lang schwimmt. Das kann ja ich besser malen. Sag mal, was glaubst du, schmuggeln die da in dem Boot? Na sicher, was ganz Kostbares. Vermutlich Macadamia, Krokant, Nuss, Schokolade. Oh. Na ganz sicher. Oh, die magst du wohl am liebsten, hm? Ich habe noch nie eine Macadamia-Nuss gesehen und gefunden, aber ich stelle sie mir einfach himmlisch vor. Oh, was ist denn das? Das ist ein Leuchtturm. Hä? Was ist denn ein Leuchtturm? Ein Leuchtturm ist dazu da, Schiffen zu signalisieren, dass sie nicht zu nahe an die Küste fahren. Naja, damit sie nicht an den Klippen zerschellen. Aha. Na, irgendwie sieht der kaputt aus. Findest du? Ja, aber boah, da ist sicher voll die tolle Aussicht da oben. Der sieht richtig groß aus. Der höchste Baum, auf den ich je geklettert bin, war ungefähr 30 Meter, aber der ist ja viel, viel größer. Wow. Wie kommt man denn darauf, so als Mensch? Darin ist eine Wendeltreppe. Aha. Moment. Da ist ja gar kein Meer auf dem Bild. Ja, aber man kann es sich doch ganz toll vorstellen, wie es so hinter dem Hügel liegt, nicht wahr? Ja, aber warum hat er denn, statt des Meeres lieber einen schattigen Hügel gemalt? Ja, ich weiß, was du sagen willst. Da drückt er jetzt gerade irgendein Gefühl von sich aus, richtig? Weißt du, was er gesagt hat, als man ihn gefragt hat, worum es in seinen Bildern geht? Na, du wirst es mir bestimmt gleich sagen. Er hat gesagt, es geht um mich. Hä? Wie um dich? Hast du ihn gut gekannt? Nein, es geht nicht um mich. Es geht um ihn. Ach so, sag das doch gleich. Na, besonders glücklich scheint der Mensch ja nicht gewesen zu sein. Pass auf, und jetzt kommen wir zu einem Bild, das ganz deinem Geschmack ist. Wie versprochen, die Bäume, so wie du sie wahrscheinlich magst. Schau. Naja, so an der Straße. Aber Moment, auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole. Er hat monatelang nichts gemalt und dann malt er dieses Bild? Hä? Der hat Geschmack oder ist Waldliebhaber? Also weißt du, ich finde dieses Bild ein bisschen unheimlich. Dieser Wald, der ist doch ganz düster und so ganz dunkel. Du hast ja keine Ahnung. Der Wald verspricht pures Abenteuer und eine Menge guter Möglichkeiten, um seinen Nussvorrat für den Winter zu verstecken. So habe ich das noch gar nicht gesehen. Ja, aber vermutlich der Hoppler. Hopper. Sag ich doch. Boah, der Typ wird mir immer sympathischer. Schau mal, hier kannst du erkennen, was Hopper ganz besonders fasziniert hat. Bäume, weiß ich doch. Nein. Frauen? Auch nicht. Häuser? Nein. Also? Das Sonnenlicht.
Er hat sogar mal gesagt, am liebsten würde ich nur reines Sonnenlicht malen. Hä, warum hat er denn das nicht gemacht? Na, weil man Sonnenlicht immer nur sieht, wenn es einen Schatten wirft oder wenn es eine Fassade erhält. Schau mal, wie hier, die Frau oder hier, da, auf dem Gebäude. Ah. Was meinst du, sieht diese Frau? Vielleicht ein Eichhörnchen. Ja, oder? Vielleicht kommt ja jemand die Einfahrt rauf. Möglich. Oder? Vielleicht denkt sie, na, der Rasen gehört auch wieder mal gemäht. Ja, aber vielleicht denkt sie auch, mir reicht's jetzt, ich will da jetzt raus. Hey, was ist denn? Oh, mich macht das Bild traurig. Sollen wir denn mal schauen, warum dich das Bild so traurig macht? Macht es das besser? Weißt du, wenn man es besser versteht, dann ist es vielleicht nicht mehr so schlimm. Okay. Schau mal. Der Hopper, der hat die Frau mit seinem Pinsel richtig gehend eingesperrt in seinem Erker. Schau mal hier, so ein großes Viereck. Und die werden immer kleiner und kleiner und kleiner. Da kann man schon den Eindruck haben, dass sich die Frau nicht besonders wohlfühlt oder vielleicht wie eingesperrt ist da drinnen. Mag sein. Was denn noch? Ich habe so viele Kinder in der letzten Zeit gesehen, die genau wie die da aus dem Fenster gestarrt haben. Und das alles wegen der blöden Corinna. Wegen Corona. Sag ich doch. Naja. Und ich würde mich auch ganz furchtbar fühlen, wenn ich den ganzen Tag in meinem Baumloch bleiben müsste. Ich kann die Kinder gut verstehen. Ja, das kann ich auch. Aber weißt du, ich bin mir ganz sicher, dass sie ganz bald wieder hinaus dürfen und dass sie dann die Freiheit und auch die Natur viel mehr schätzen als vorher. Weißt du, ich freue mich schon wieder so auf Kinder lachen und Kinder, die mich füttern und oh, ich vermisse das so. Hey, das kann ich sehr, sehr gut verstehen. Sag mal, ist das deine Frau auf dem Bild? Nein, nicht direkt. Wie, was jetzt denn hier nicht direkt? Naja, er hat seine Frau als Modell genommen für alle seine Frauen, die er gemalt hat. Sie war Model? So wie Heidi Klum? Nein, sie war kein Model, sie war Modell. Also er hat sie als Vorbild genommen und quasi nach ihr so nachgezeichnet. Weißt du, es geht das Gerücht, dass sie sehr eifersüchtig war und ihm nicht erlaubte, mit anderen Frauen zu arbeiten. Oh, hat sie seine Bilder gemocht? Ich glaube schon. Na, weißt du, sie hat ihn viel unterstützt und bei seiner Karriere geholfen. Sie war selber auch Malerin. Und schau mal, da hat er sie gemalt, als sie am Strand sitzt und malt. Weißt du, sie war das ganze Gegenteil von ihm. Sie war klein und ganz quirlig und hat ganz viel geredet. Und er war groß, ganz ernst und hat ganz wenig gesprochen. Gegensätze ziehen sich an? Ja, aber auch Gemeinsamkeiten, wie eben die Malerei. Weißt du was, ich glaube, dass er, als er dieses Bild gemalt hat, noch ganz doll verliebt in sie war. Naja, und später gab es natürlich dann auch die ein oder andere Auseinandersetzung und auch mal Krach. Oh, das kenne ich von uns Eichhörnchen. Und jetzt kommen wir zu einem Bild, das aussieht wie ein Bild aus einem Film. Wow! Und der Hopper, der war nämlich ganz großer Theater- und Filmfan. Und ich finde wirklich, seine Bilder sehen teilweise aus wie Kulissen. Kulissen? Naja, braucht man ja auf der Theater oder auf der Bühne oder in einem Film. Also der Hintergrund einer Szene. Es gibt sogar wirklich Filme, die seine Bilder als Vorbild genommen haben oder als Idee für eine Szene. Nussig!
So, du bist ja jetzt schon ein richtiger Hopper-Experte. Jetzt erklär mir doch mal, warum das so ein richtiger Hopper ist. Abgesehen davon, dass er es gemalt hat und es sowieso natürlich ein richtiger Hopper ist. Ja, abgesehen davon. Na, lass mal sehen. Naja, man nehme wieder einen dichten Wald. Ja, genau. Und, naja, natürlich wieder eine ganz geheimnisvolle Stimmung, in der man denkt, boah, da ist gerade ein Gangsterwagen weggefahren und der arme Tankwart, der hier, ja, der ist immer noch ganz geschockt und, naja, der Rasen ist schon wieder nicht gemäht. Hier? Ja. Oh, und er hat natürlich wieder Licht eingesetzt, das er so gerne malt. Da oben ist ein Sonnenuntergang. Meinst du das? Ja. Und er hat elektrisches Licht gezeichnet diesmal. Ja, hier ist im Haus, ne? Ja, genau. Und, was macht denn hier das Brett vom Fenster? Ah, ich weiß, das ist sicher wieder irgend so ein Gefühl von ihm. Weiß nur gerade nicht, welches. na, was sagst du nun? Na, da bist du sprachlos, was? Können wir jetzt zu der Sammlung gehen? Weißt du, da bin ich noch größere Experte. Ich bin leidenschaftlicher Sammler. Und was habt ihr denn so gesammelt? Ich glaube, da gibt es ein kleines Missverständnis. Also das hier, das ist eine Sammlung. Eine Sammlung von Hopper-Bildern, die sonst überall auf der ganzen Welt in verschiedensten Museen verstreut hängen. Oh. Was hast du denn erwartet? Na, irgendwas zum Essen. Oh, ich habe nämlich ganz dollen Hunger. So eine Führung macht schrecklich Hunger. Alles außer Haselnüsse, auf die bin ich allergisch. Ein Eichhörnchen mit Nussallergie. Sag mal, weißt du eigentlich, dass meine Lieblingsnüsse Macadamianüsse sind? Nussig! Und ich habe noch welche in meinem Büro. Oh, echt wahr? Echt wahr. Ja, dann nix wie hin. Tschüss, Hopper. Häng hier schon noch weiter rum. Und ich wünsche dir, dass noch ganz, ganz viele Kinder vorbeikommen und deine Bilder ansehen. Weil ich fand sie echt... Nussig? Ja, Macadamia nussig. Ich glaube, das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Sag mal, wie heißt du eigentlich? Oh, Regina. Und du? Dreimal darfst du raten. Oh, Rumpelstilzchen? Nein. Puschel? Nein. Du kommst nie drauf. Wetten?